großes Potenzial für Raumentwicklung, für Stadtentwicklung besteht natürlich in den ehemaligen Industriegebieten und an den Bahnhofsanlagen. An den Bahnhofsanlagen vor allem deshalb, weil da einfach viele Leute vorbeikommen und das Interesse an diesen Lagen sehr groß ist. Sie haben gesagt, das Hegen guter Absichten ist schön, allein es geschieht nicht. Weshalb? Das ist das Problem, das die Raumplanung doch beschäftigt. Wir haben in den letzten Jahren klar unsere Ziele gesetzt, die sind einfach nicht erreicht worden. Ich glaube, die Raumplaner müssen den Mut haben, nach draußen zu gehen, aus ihrem Büro hinaus und das konkret mit der Politik, mit den Bewohnern, mit den Grundeigentümern, mit Investoren anzugehen. Werden denn genügend Studien gemacht? Nein, es braucht einfach keine Studien mehr, sondern jetzt braucht es Daten.